Mit Sportwagen um die Wette rasen, den Nitro-Boost reinhauen und drüber knattert der gute alte Polizeihubschrauber. Da geht die Rennspielschublade von ganz alleine auf. Hier sieht The Crew aus wie ein typischer Need for Speed-Verschnitt. Ist es aber nicht, und das erkennt man daran, dass der folgende Crash ganz anders aussieht als in Need for Speed. Welcher Crash? Moment, der hier. Zum Vergleich ein Crash in Need for Speed Most Wanted. Der sieht nämlich genauso aus. Ja, okay, blödes Beispiel. Anders als Need for Speed hat The Crew aber nicht nur illegale Straßenrennen zu bieten, sondern auch Offroad-Turniere. Außerdem gibt's echte Schauplätze. Das hier ist doch tatsächlich der Grand Canyon. Und rasen die Luxusflitzer hier nicht über den Times Square in New York? Doch, tun sie. Und das Beste daran ist, vom Grand Canyon bis zum Times Square kann man in einem Stück durchfahren. The Crew ist nämlich ein Open-World-Rennspiel. Als Spielwelt dienen die kompletten USA. Natürlich nicht maßstabsgetreu, sondern kleiner als in Wirklichkeit. Kompaktere Versionen wichtiger Städte sind aber mit drin, etwa New York und Chicago. Die Fahrt von Küste zu Küste soll angeblich 2 Stunden dauern, muss aber nicht über Straßen führen, stattdessen kann man einfach jederzeit querfeld einrasen. Jeder, ich sag mal, autokompatible Ort der Spielwelt lässt sich tatsächlich erreichen. Wer möchte, kann etwa die Berge hier im Hintergrund besteigen, also mit dem Auto, aussteigen darf man nicht. Das Bergsteigen und andere Erkundungstouren lohnen sich natürlich nur, wenn es dort auch was zu entdecken gibt. Deshalb soll man in allen Ecken der Welt auf versteckte Sammel-Items sowie Rennmissionen stoßen. Versprechen zumindest die Entwickler, ob das hinhaut, wird man sehen müssen. Erkunden lässt sich die Welt auch im Rahmen der angeblich 20 Stunden langen Story-Kampagne, die unter anderem nach Las Vegas führt. Großen Tiefgang darf man von der Arbeite dich in einer Gang-Hochgeschichte aber wohl nicht erwarten. Einzelherausforderungen und Kampagnenrennen lassen sich alleine oder mit anderen Spielern bestreiten, und damit kommen wir zur zweiten Besonderheit. The Crew ist ein reines Online-Rennspiel. Es gibt keinen Offline-Modus. Das muss nicht jedem gefallen. Es hat aber auch ein paar Vorteile. Auf der USA-Karte kann man so zum Beispiel jederzeit schauen, wo sich die eigenen Freunde gerade rumtreiben. Hier zum Beispiel die herzallerliebsten Sly und Fergus, die sich gerade in Straßenrennen am Central Park liefern. Außerdem wirft das Spiel automatisch andere Raser in die eigene Umgebung, hier etwa nach Miami, sodass man sich von der Außenwelt auch nie komplett abschotten kann. Mit den anderen Spielern muss man da nicht zusammenarbeiten, man kann es aber. Zum Beispiel, wenn man eine Mission alleine einfach nicht schafft. Hier geht es darum, einen Schmuggeltransporter von der Straße zu rammen, beziehungsweise vom Strand, über den er gerade flüchtet. Das geht mit der bis zu 4-köpfigen Co-op-Crew natürlich einfacher. Und dieser Transporter hat offensichtlich Helium geschmuggelt oder so. Erfüllte Missionen bringen Geld und Erfahrung, mit Levelaufstiegen schaltet man neue Autos und Tuningteile frei. Die Entwickler legen nämlich großen Wert auf das detaillierte Tuning-System. Von der Optik bis hin zu den einzelnen Motorteilen soll sich in The Crew alles bearbeiten lassen. So kann man die Karren auch an bestimmte Aufgaben anpassen. Dieser schicke, aber schwächliche Chevrolet Camaro etwa wird zur kraftvollen Straßenramme umgebaut. Das geht nicht nur im Spiel selbst, sondern auch mit der zugehörigen Tablet-App. Da kann man dann beispielsweise auf dem iPad an den eigenen Autos schrauben, während man selber gerade in der Straßenbahn hockt. Ob das Tuning tatsächlich langfristig motiviert? Naja, schauen wir mal. Ebenfalls zum Dauerspaß beitragen sollen Duelle mit menschlichen Konkurrenz-Crews. Hier zum Beispiel mit so einem prolligen Sportwagen-Quartett. Auf der E3 konnte ich The Crew übrigens schon anspielen und habe dabei gemerkt, dass es sich zumindest kniffliger steuert, als man auf den ersten Blick denken könnte. Die Flitzer brechen relativ leicht aus, sodass es nicht reicht, den Kurven einfach vom Gas zu gehen. Ist das nun gut oder schlecht? Weder noch, einfach Geschmackssache. Unterm Strich hat The Crew definitiv Potenzial, es steht und fällt aber mit dem Langzeitspaß. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als eine offene Spielwelt, die dann doch nach 10 Stunden langweilig wird, weil die Abwechslung fehlt. Große Sorgen mache ich mir da jetzt aber mal nicht, sondern bin vielmehr gespannt, was wir bis zum Release Anfang 2014 davon noch alles zu Gesicht bekommen.